wie der Fels in der Brandung. Dein Ja sei ein Ja und dein Nein sei ein Nein. Diese Worte soll Jesus einst gesagt haben. Aber was genau hat er damit gemeint? Keine Angst, dies wird jetzt kein religiöser Podcast. Vielmehr geht es um Bewusstmachung. Und zwar um Bewusstmachung, wie wir dem derzeit vorherrschenden Wahnsinn der Politiker die Stirn bieten können. Wie wir gewaltlos, friedlich Widerstand leisten können, Standhaftigkeit an den Tag legen können. Und es geht letztlich um das wohl Wichtigste, was es gibt. Es geht um unser Leben. Wenn wir unser Leben oder das Leben anderer betrachten, wie oft haben uns Menschen schon etwas versprochen, was sie dann letztlich nicht eingehalten haben? Oder wie oft haben wir schon Zusagen, Versprechungen gemacht, die wir selbst dann gebrochen haben? Die Aussage, dein Ja sei ein Ja und dein Nein sei ein Nein, fordert uns also auf, zu dem, was wir sagen, auch zu stehen. Statt also andere beim Wort zu nehmen, ist gleich das, was sie sagen, auch für bare Münze zu halten, sollten wir uns selbst beim Wort nehmen. Das, was wir sagen, sollte Gewicht haben. Nur dann kann das, was wir kundtun, letztlich auch wichtig sein. Doch die Mehrzahl der Menschen ist nicht so. Sie sagen ja und meinen vielleicht oder nein oder ich weiß noch nicht. Oder sie sagen nein, ich mache das nicht mehr und dann tun sie es doch. Gerade in der heutigen Zeit, wo aufgrund der sogenannten Corona-Krise immer mehr Vorschriften und Verordnungen uns einschränken, falls wir uns einschränken lassen, wäre es wichtig, wie ein Fels in der Brandung zu sein, also Standhaftigkeit an den Tag zu legen, anstatt sich aus Angst heraus selbst zu verleugnen und widersinnigsten Verordnungen zu beugen. Diese Standhaftigkeit hilft uns nicht nur dabei, authentisch zu sein, zu uns selbst zu stehen, was wiederum unser Selbstbewusstsein und damit unseren Selbstwert stärkt, sie hilft uns auch dabei, uns abzugrenzen. Es geht also nicht darum, die andere Backe hinzuhalten, wenn man geschlagen wird. Nein, es geht vielmehr darum, gar nicht erst Schläge zu kassieren. Aus dieser Standhaftigkeit heraus erwächst eine Kraft in uns, die uns vor Angriffen schützt, vor Verletzungen schützt und dafür sorgt, dass wir letztlich für uns, aber auch für andere ein Fels in der Brandung werden. Und solcher Art werden wir auch ein Rückhalt für andere sein. Einen schönen Tag noch und viel Kraft in dieser so schwierigen Zeit wünscht euch Walter vom YouTube-Kanal Das Recht auf Wahrheit.